Hallo deutsche Mitbürger, hier spricht der erste Parteilose der Stadt Essen. Ich sage und schreibe meine noch freie Meinung. Hallo Frau Merkel. Frau Merkel, Sie als Bundeskanzlerin haben den Eid abgelegt, dass Sie keinen Schaden dem deutschen Volk zufügen wollen. Aber was haben Sie gemacht? Sie haben Gewalt über das deutsche Volk zugelassen bzw. hereingewunken, sodass jeder Angst hat und sich nicht mehr traut, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Ich frage Sie, ist der jetzige Zustand in Deutschland für Sie als normal zu bezeichnen? Dieser Zustand ist der größte Schaden, den eine deutsche Regierung dem deutschen Volk je zugefügt hat. Zu Ihrem Ausspruch, wir schaffen das, im Gegenteil, dem deutschen Volk haben Sie schon jetzt enorme Kosten aufgebürdet. Sei es in den Kommunen, dem Land und dem Bund. Und es werden weitere Strafen, sprich Steuern, Gebühren, Beiträge dem deutschen Volk auf zig Jahre, Generationen aufgebürdet. Was heißt hier, wir schaffen das? Ich frage Sie, wo bleibt der Anteil der Politiker und Ihr persönlicher Anteil? Oder ist alles nur Geschwätz Ihrerseits und der Politiker? Eine Frage nebenbei, wann werden die Diäten und Pensionen im Bundestag wieder enorm erhöht? Es ist ja ein Selbstbedienungsstaat, den Sie regieren, und zwar diktatorisch. Mit, aber auch gegen Ihre Parlamentsmitstreiter und gegen das Volk. Nebenbei, Frau Merkel, Sie haben das Ende von einem vereinten Europa eingeleitet. Ihre Aussage, dann ist dies nicht mehr mein Land. Wo ist Ihr Lächeln geblieben? Also, es ist nicht mehr Ihr Land, sondern das Land der Deutschen. Und Sie sollten dann das Land verlassen. Denn Sie sind nicht mehr die Kanzlerin des deutschen Volkes. Das deutsche Volk will Sie und Ihre komplette Regierung aus CDU, SPD nicht mehr. Die CSU lasse ich außen vor. Ich kann nur sagen, wenn der Deutsche überhaupt eine eigene Meinung bzw. Rückgrat hat, dann sollten Demonstrationen vor den Parteibüros und Parteizentralen der CDU und SPD in den Kommunen, Bund und Land stattfinden. Und zwar vor allen dieser Büros und Zentralen. Werdet langsam wach! Die Diktatur in Deutschland ist schon lange im Anmarsch. Bis bald, es grüßt euch der Parteilose.